Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Program. In der letzten Fluge sind wir mit unserem Big Fucking Tanker Euder oder wie das Ding auch immer heißt. Ich vergesse immer wieder den Namen, weil es ist einfach ein Schnellbau gewesen. Auf dem Weg zu unserer Alpha Centauri V2 gegangen, damit wir den auftanken können und für eine zukünftige interplanetare Mission vorbereiten können. Denn das ist ja, wie gesagt, unser... Oh, es leckt gerade immer auf Anzeige. Ich glaube, oh, das Spiel hängt auch gerade ein bisschen, weil gleich gerade Alpha Centauri reingeladen wurde. Weil das unser erstes großes Raumschiff ist, was für diese Mission vorbereitet ist. Und ich bin ehrlich gesagt extrem gespannt auch drauf. Und ich warte eigentlich gerade darauf, dass ich auf dem Bildschirm irgendwo das Teil sehe. Wo ist Alpha Centauri? Wahrscheinlich genau da. Irgendwo wahrscheinlich genau in diesem Blindspot von mir gerade. Da sieht man nichts. Und das Schlimme ist, ich habe echt cool, dass ich gerade in die Sonne teilweise schaue. Ich will immer so die Augen so ein bisschen zumachen. Aber das bringt sich nichts. Das bringt sich nichts. So, da ist dann der nächste Punkt. Also unter einem Kilometer ist eh schon super. Also Kilometer ist für mich schon voll okay. Da haben wir schon mit Schlimmeren gehandelt als mit einem Kilometer. Mich würde nur gern interessieren, wo zur Hölle ist die Station? Unter mir? Über mir? Ich soll doch den Zeitpunkt nicht verpassen, ne? Das wäre vielleicht... Jetzt hat. Reduktionsbrennung hat sehr gut und sehr schnell funktioniert. Systeme haben gut mal wieder reagiert auch auf die ganzen Aufgaben. Und jetzt geht es in die Vollen. Okay, jetzt ist die Frage, wo zur Hölle ist das Teil? Bedeutet, wir richten uns Richtung Ziel aus. Das kann kurz dauern. Weil der hat ja da... Haben wir den... Ne, wir haben den normal großes Reaktionsrad eingebaut. Ich werde auch heute wieder am Tag der Aufnahme, das ist der Montag, der 5.4.2021, das nächste Update für das Modpack hochladen. Weil durch ein Update musste man jetzt das KSP Recall, das ist irgendwie so Resource Resetting on KSP 1.9 Heading Drift irgendwie on Groundcraft. Ich glaube, das ist ein Patch für irgendwas? Ist das vielleicht gegen dieses Bouncing? Das wäre mega geil, warte mal. LOL, das Ding ist da oben! LOL, das habe ich gar nicht erwartet. So, jetzt darf sie schnell umdrehen. Schneller ist auch was anderes, ne? Ich finde es gut, dass man wenigstens die RCS-Räder wissen, was sie tun. So. So. Jetzt nähern wir uns ganz langsam unserer Station. Ihr seht schon, wie riesig das ist. Also, das war echt ein langes Bauwerk. Ich glaube, alle, die die Serie schon länger verfolgen, wissen, dass wir viel schon gemacht haben, viel Scheiße probiert haben. Vor allem an Mann haben wir viel getestet. Und jetzt ist das unser wirklich erstes Hauptsystem mit Kerbals an Bord, was unser planetares System verlässt und in unser Sonnensystem eindringt. Also Sonnensystem im Sinne von du naiv und alles fliegen soll. Es ist noch nicht perfekt. Ich hätte gerne lieber Nuklearantriebe und den ganzen Schmarrn.
aber leider funktioniert es noch nicht. Wir haben noch keine Nuklearantriebe. Deswegen mussten wir so einen Prototyp bauen. Unser Alpha Centauri V2 ist aber auch die V2, weil die V1 war nicht begehbar. Also konntest du nicht weiter als in das Kopfstück rein und deswegen musste da ein bisschen umgebaut werden. Ja, der Approach geht schon. So, jetzt wechseln wir mal wieder auf Slow. Da ist auch das Teil schon. Noch ein bisschen langsamer Approach. So. Ihr kennt das Prinzip. Es wird einfach alles langsam wieder angepasst. Und dann geht es in den Docking über. Das ist halt der Unterschied zu den nochmal gecutten Serien, die ich ja nicht bringe, weil ich einfach denke, es ist spannender, auch alles zwischendurch zu sehen, selbst sowas nochmal. Weil das ist ja immerhin auch das erste Mal, wenn wir jetzt sowas sagen wie Versorgung von der Station, mache ich das natürlich zwischendurch selber. Aber keine Ahnung, ich bin bis heute noch nicht so wirklich der größte Fan von angecutteten oder gecutteten Let's Plays. Vielleicht auch, weil ich einfach zu doof bin, es selber zu machen. Aber die neue Serie, die ich geplant hätte, wäre mit mehr Cutten, weil einfach das, was ich machen wollen würde, so viel Zeit beansprucht, dass man das nicht einfach die ganze Zeit in Videos verpacken kann oder halt, dann wäre eine Mission 100 Folgen schon alleine lang. Das wäre ja purer Horror für euch. Jetzt sieht man natürlich auch, wie schnell das Teil hier ist. Wenn es jetzt durchs Bremsen allein so ewig braucht. Da sieht man, wie viel Tank einfach... Wir haben einen halben Tank nur noch. Einen halben! Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Der halbe Tank ist jetzt zum Fliegen allein weggegangen. So. Wir müssten mal kurz switchen. Wie ging das nochmal? Ja, genau. Das müsste geöffnet werden, das Schild. So. Dann wird das Schild geöffnet. Von hier steuern. Das als Ziel setzen. Und ausrichten. Schon. So, ehrlich gesagt habe ich gerade nicht so wirklich den Plan, was ich mache, aber okay. Ich versuche gerade einfach nur das Ding auszurichten, so ein bisschen. Das ist leider auch nicht so leicht, wie man sich erhofft. So, ja, jetzt. Vor allem, das ist halt schwerfällig. Das ist, als ob du einen Tanker durch einen Suezkanal steuern willst. Sie hat man ja gesehen, was dann passiert, wenn man es nicht kann. Es geht einfach alles zugrunde. So. Das ist jetzt wieder so eine Futzelarbeit, ey. Nee, warte mal, falsche Richtung. Fuck. Alter. Come on. Ich habe letztens mal wieder auf die Seite von der ESA geschaut und da habe ich wieder mal gesehen, dass die ESA wieder Astronautenjobs ausgeschrieben haben. Also wenn jemand Bock hat, bewerbt euch bei der ESA. Dann könnt ihr zum Astronauten werden und das in Real Life machen, was hier passiert. Also nicht Scheiße bauen und alles in die Luft fliegen lassen, aber Weltraum. Und das wäre doch schon mal was Feines. So. Okay, dann können wir RCS wieder aktivieren. So, wir sind viel zu weit drin zum Beispiel. Jetzt müssen wir erstmal Schritt für Schritt zurück.
und einen langsamen Approach machen. So bedeutet, wir machen jetzt ganz vorsichtig Le Approaches. Das ist halt das Problem bei so fetten Sachen. Du brauchst einfach ewig viel Geduld, weil du nicht wie bei den anderen Vollspeed gibst, sobald du einmal drauf drückst, sondern du brauchst halt 3 Jahre, um denselben Schub zu erreichen mit RCS-Tanks. Und das macht das Ganze unangenehmer. So. Na, falsche Richtung. Das können wir nicht. Langsam schon sozusagen gegenbremsen. Ja, es passt schon. So, eins. Ich will mindestens einen 0,5er Abstand eigentlich haben. Das geht alles gerade ganz gut voran. Obwohl gleich 0,5 sogar noch ein bisschen zu wenig ist. Ich glaube, eins ist ein Meter dann. Holy shit, das Ding zieht rüber. Hey, bleib hier. Okay, ich glaube, 3 sollte als Abstand auf jeden Fall reichen. Gut. Jetzt muss ich mit denen noch steuern. Und man sieht eh schon wieder, der Tank hat sich schon relativ gut allein wieder. Wie schaut der Monopropellant-Tank aus? Der schaut auch gut aus. Ich will noch ein bisschen mehr Boost nach unten geben. Es war sehr unerwartet, dass das Ding auf einmal so drüber schießt, als ob es, keine Ahnung, Asteroid an der Erde vorbeifliegt auf einmal. Auf einmal so ganz langsam, am Anfang siehst du nichts, dann weg ist er. Was wir auch noch nie gemacht haben, ist ein Asteroidenfang. Aber ja, das ist auch wieder so ein Unterfangen, da muss man Grips haben und den habe ich nicht. So. Passt. Jetzt geht's in den Anflug über. Heute ist auch, also am Montag, ist die Dragon Capsule von SpaceX auf der ISS umgeparkt worden. War ein sehr interessantes Video, Livestream beziehungsweise. Hab mir angeschaut. Zum Teil, weil ich hab's verpennt und dann hatte ich Aufnahme, oder wollte ich halt aufnehmen, musste ich aufnehmen mal endlich. Weil sonst wären die Videos heute wieder, diese Woche wieder total verkackt gewesen wie letzte Woche, wo ich einfach unter Stress nur noch aufgenommen hatte und nicht mal eine Zeitplan gehabt hätte, hab gescheit, neue Projekte zu überlegen. Deswegen ist jetzt aktuell, sind nur noch 2 Projekte und keine 3 mehr auf einmal, weil ich einfach totally lost war auf einmal. Dockt. Wir sind dockt, Jungs. Und jetzt heißt es erstmal die Außentanks, würde ich sagen, aufpumpen. Das ist der hier. Und der will jetzt leer werden. Alter. Das ist ein Tankvorgang für die Götter, ey. Da bräuchte man sowas automatisch. Da muss man gucken, ob es dafür einen Mod gibt, der das besser macht. Wo du sozusagen sagen kannst, okay, den Tank entleeren in alle anderen Tanks. Und dann macht er das automatisch. Weil jetzt haben wir ja die ganzen Tanks. Also das sind die ganzen zu füllenden Tanks. Und das sind nur die Rundtanks außenrum. Und das ist der Tank, der entleert wird. Alter. Okay, mal ein bisschen vorspulen. Schauen wir mal, ob wir den damit schon leer kriegen. Oh, wir kommen nah. Okay. Wir sind nah gekommen. Dann nehme ich jetzt noch ein paar der mittleren Tanks, jeweils 2 oder sowas.
zwei, machen wir drei. Eins, zwei, drei. Drei. Und nochmal den Haupttank. Anhalten, anhalten, aus, aus. Jetzt wird aber leer, oder? Als ob du mich verarschen willst. Als ob die schon wieder... Okay, das waren jetzt die ersten drei. Dann nehmen wir nochmal zwei jeweils, weil ich glaube, jetzt sind wir dann aber am Ende. Jetzt müssen wir dann rein theoretisch am Ende sein. Es kann es ja nicht sein, dass der noch mehr drin hat. Und aus und aus. What the fuck? Immer noch 1000 drin. Obwohl, das könnten wir jetzt eigentlich zum wie viel... Die Tanks sind pumpvoll. Ach komm, wir tun die letzten auch noch so vollpump, wie es geht. Also haben wir das Ding echt... Hätten wir es ein bisschen... Wahrscheinlich... effizienter gemacht. Wollen wir das... Aus und aus. Dann wäre das wahrscheinlich sogar um einiges besser gegangen am Ende. Hey, wir haben ihn leer geschafft. Nice. Dann... Ja, aber fast voll, wie gesagt. Ist jetzt hier wieder das Abdock-Manöver und dann müssen wir schauen, wie wir den aus dem Orbit kriegen, rein theoretisch. Was wir auch machen könnten, ist von den letzten Tanks ein bisschen was klauen. Wenn sowas funktionieren würde. So und so. Und dann ein... Ah ne, guck, das geht gar nicht, okay. Das geht gar nicht. Naja, ist ja wurscht. Hä, was war jetzt für ein Bug? Ah ne, wir spulen noch vor. That's the problem. Deswegen ging da wahrscheinlich gar nichts. Ene, mene, miste... Ich nehme dich. Holy shitballs. Ich hätte gern, dass die bis zur Hälfte mindestens voll sind oder so. Das sollte ja dann vollkommen reichen, auch für mich. So. So, okay. Weil dann können wir jetzt hier detachen. Nee, wo habe ich denn jetzt hingeklickt? So, hier. Nein, abdocken. Wechseln natürlich erstmal. RCS und T. In eine andere Richtung, so. Schild schließen. Dann tun wir das Ganze auch auf der Hauptbase. Die ist ja auch voll bevölkert. Schild schließen. Und dann darf das Teil, sehe ich, schon aus. Das schaut mega geil aus, wenn es einfach so funktioniert. Das sind so nur 126 MS, die jetzt hier wirken. Aber ich glaube, mit 126 MS können wir einen Impact verursachen. 127 MS. Reichen vollkommen. Okay. Ich würde mal sagen, bye bye. Das Ding hat ja sonst keinen Zweck gehabt, von daher. Soll das Teil jetzt ganz vorsichtig alles einfahren und ready machen for Impact.
So. Der Tank wird jetzt einfach auf den Boden knallen. Und Alpha Centauri schaut auch gut aus. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.